Soziales Engagement macht einen Unterschied in der Gesellschaft. Freiwillig helfen nicht nur Menschen, sondern auch Tieren und der Umwelt. Gleichzeitig helfen sie sich selbst, da sie soziale Kompetenzen wie Toleranz, Solidarität und Teamfähigkeit entwickeln. Volontär heißen Menschen in Not eine helfende Hand. Durch ihre Hilfe und Mitarbeit bringen sie Hoffnung zu Menschen, die sie lang verloren hatten und Licht, das nicht nur in der Ferne scheint. Die Freiwilligenarbeit spielt eine wichtige Rolle in der lokalen Gemeinschaft. In jeder Ecke kann man engagierte Menschen finden. Sie fördern aktive Senioren in Altersheimen und Volksschulen. Sie verteilen Lebensmittel und warme Kleidung an die Obdachlosen. Sie organisieren verschiedene Aktivitäten für Kinder in Schulen, Museen oder Theatern. Sie verschönen den Alltag von Kranken und Behinderten. Sie säubern Gärten, Wälder und Strände. Sie schützen Tiere und Pflanzen. Sie helfen bei der Integration von Flüchtlingen in ihre neue Lebensetappe. Jede Woche geht Lourdes ins Krankenhaus, um mit kranken Menschen zu reden. Sie hilft ihnen, die langen Stühlen zu überbringen. Lourdes macht gern freiwillige Arbeit. Sie denkt, dass ihre innere Ruhe aus der Weiß, wie sie den anderen hilft, kommt. Am Dienstag von 10 bis 12:30 unterrichtet Frau Silva Deutsch für alte Menschen an der Seniors-Universität. Sie denkt, dass diese Arbeit eine lohnende Erfahrung ist. Die Teilnehmer am Kurs arbeiten immer aktiv mit und lernen mit Begeisterung. Isa hat ein halbes Jahr mit einem europäischen Programm in Polen verbracht. Ihre Aufgabe war, mit Kindern und älteren Menschen zu arbeiten. Sie hat an dem Projekt Dr. Clown in Schulen und Workshops in Altersheimen teilgenommen. Außerdem hat sie noch bei sozialen Projekten für arme Familien mitgemacht. Freiwillig zu sein war keine neue Erfahrung für Isa, denn sie engagiert sich seit Jahren für soziale Projekte. Sie meint, dass soziales Engagement neue Perspektiven eröffnet, die persönliche Entwicklung fordert und das Kennenlernen von anderen Welten ermöglicht. Isas Motto ist: Du bist es nicht nur aus deinem Beruf, du bist vielseitig. Zweimal pro Jahr nimmt Rita an der Lebensmittelsammlung für Familien in Not teil. Mit der Pfadfindergruppe säubert sie Wälder und hilft bei dem Anbauen von Bäumen. Sie glaubt, engagiert Jugendliche sind glücklicher. Freiwillige investieren ihre Freizeit, um eine bessere Welt zu schaffen. Aber sie gewinnen auch vieles. Sie entwickeln soziale Kompetenzen, denn sie arbeiten im Team und interagieren mit anderen. Die Freiwilligenarbeit gibt ihnen ein besseres Verständnis der persönlichen Eigenschaften und oft passiert es, dass Jugendliche als Freiwillige ihren Traumberuf entdecken. Im Gegenteil zu persönlichen Hobbys bringt uns das soziale Engagement Zufriedenheit und viel Spaß.